Ja, wir sehen uns hier im Lüftungsbereich bei Stiebel Eltron. 100 Jahre Stiebel Eltron heißt auch 30 Jahre kontrollierte Wohnraumlüftung. Wenn wir über Neuheiten heute sprechen, dann zeigen wir hier unsere neuen zentralen Lüftungsgeräte LWZ mit deutlichen Verbesserungen im Umfeld. Wir stellen größere Luftvolumina dar bei gleichzeitig leichteren Geräten. Das heißt, wir können Wohneinheiten im größeren Bereich mit den Geräten bestücken und haben trotzdem für die Montage, für die Installation einfach die Situation erleichtert. Lüftungsgeräte natürlich mit sehr hohem Wärmerückgewinnungsgraden, optimierten Lüftern in der Bedienung nachher für den Nutzer, die Anpassung an Wi-Fi, sodass die Bedienung der Lüftungssysteme via App stattfinden kann. Wenn man zentrale Lüftungssysteme, die wir im Wohnbereich ausstatten, von Stiebel Eltron erhält, dann erhält man natürlich auch entsprechende Planungsunterstützung dazu. Das heißt, wenn Sie Luftmengenberechnungen benötigen, Verlegepläne für die Luftverteilsysteme, dann können Sie selbstverständlich auf uns zukommen mit einer hohen Planungsqualität an der Stelle. Teilen wir aber auch unsere Planungstools, wenn Sie selbstständig planen wollen. Angeschlossen an die Systeme sind natürlich Luftverteilsysteme, die wichtig sind, auf der Baustelle ganz besonders für die Strapazen geeignet. Das heißt, wir haben Rundrohre, Flachkanäle, die begehbar sind, die nicht zusammengedrückt werden. Wir haben Formteile, die man zusammenstecken kann, als auch wieder lösen kann. Und wenn die Verlegung es erfordert, können die Formteile sowohl in der Orientierung gewechselt werden, als auch in anderen Einbaulagen genutzt werden, sodass wir mit geringen Aufbauhöhen oder mit geringem Platzbedarf in der Wand auskommen und jegliche Kombination der Lüftungskanäle miteinander darstellen können. Kommen wir jetzt zu dem Thema Einmessen. Einmessen findet bei Stiebel Eltron am zentralen Luftverteiler statt, der gleichzeitig auch die Schalldämpferfunktion übernimmt, sodass Sie die Möglichkeit haben, mit der Vorberechnung der Lüftung am Verteiler die Luftmengen einzustellen und dann sehr schnell auch die Wohneinheit zu übergeben. Im Geschosswohnungsbau ist der Bereich der Pendellüfter sehr stark vertreten. Beim Pendellüfterbereich sind wir besonders stolz auf unsere LWE-Baureihe. Wir haben Filter auf der Eintritts- wie auf auch der Austrittsseite, was den Lüfter an sich schützt. Wir haben Wärmetauscherpakete aus Metall, die unter fließend Wasser gereinigt werden können. Das heißt, wir können jederzeit die Hygiene der Einbausituation wiederherstellen, auch durch den Nutzer. Der Nutzer kann selber die Einschübe aus der Wand entnehmen, Filter wechseln, die Wärmetauscher reinigen und dementsprechend auch selbstständig die Hygienesituation im Betrieb erhalten. Wichtig genauso bei den Systemen ist der extrem leise Betrieb. Wir arbeiten mit niedrigen Lüfterdrehzahlen, die auch auf die Pendellüfterfunktion optimiert sind. Das heißt, auch bei großen Geschosswohnungsbauten in höherer Lage der Wohneinheit haben wir genügend Pressung des Lüfters, sodass die Lüftung auch bei Fassadendruck vom Wind gewährleistet ist und auf der anderen Seite trotzdem sehr niedrige Geräuschemissionen für den Lüftungsbetrieb bestehen. Leibungslösungen genauso im Programm wie verschiedene Blenden für den Innen- und Außenbereich, sodass man auf die jeweilige Wohneinheit das abstimmen kann.